Es ist wichtig, dass du diesen Prozess machst, wenn immer dich etwas triggert oder dich in einer negativen Stimmung befindest. Anstatt dich abzulenken, Gefühle zu bagatellisieren oder in typische Muster zu geraten, möchtest du jetzt nach innen schauen und deinen Empfindungen vollen Raum geben. Es ist hierbei wichtig, dass du dich an einen Ort begibst, an dem du ganz ungestört bist und zu 100% frei du selbst sein kannst. Wir wollen die bestmöglichen Bedingungen dafür schaffen, dass dein Unterbewusstsein dir offenbart, was immer es Wichtiges für dich zu erleben gibt. Setz dich aufrecht hin, ohne dich dabei anzulehnen, und positioniere deine beiden Fußsohlen fest auf dem Boden unter dir. Schließe deine Augen und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Du möchtest jetzt raus aus deinem Kopf, aus deinen Gedanken, aus deinem Verstand und rein in deinen Körper gelangen. Versuche dazu, jeden einzelnen Bereich deines Körpers zu fühlen. Geh von deinen Zehenspitzen zu deinen Waden, von deinen Waden zu deinen Schenkeln, von deinen Schenkeln zu deinem Po, von deinem Po zu deiner Bauchdecke und dem unteren Bereich deines Rückens. Dann hoch zu deiner Brust, zu dem oberen Bereich deines Rückens, zu deinen Schultern, deinen Oberarmen. Fühle deine Unterarme und deine Hände bis zu den Fingerspitzen. Gleite dann wieder gleichmäßig und langsam zurück. Und fühle deinen Hals. Spüre dann dein Gesicht, dein Kinn, deinen Mund, deine Nase, deine Augen, deine Stirn, deine Ohren, dein Haaransatz, den hinteren Bereich deines Kopfs und den oberen Bereich deines Kopfs. Wandere jetzt wieder ganz nach unten zu deinen Füßen und stelle dir vor, wie Wurzeln aus deinen Füßen hervorragen und wie diese Wurzeln immer größer und größer werden, bis sie gigantisch werden und sich kilometerweit tief und fest in den Grund unterhalb deiner Füße verankern. Spüre, wie du geerdet wirst und geerdet bist, fest verbunden mit diesem Planeten. Atme nun tief durch diese Wurzeln ein und wieder aus. Atme jetzt ein, bis ich bis 6 gezählt habe. Einatmen. 2, 3, 4, 5, 6. Halte die Luft für 3 Sekunden an. 2, 3. Und atme wieder aus, bis ich bis 6 zähle. 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Wir sind jetzt entspannt und geerdet und möchten uns jetzt mit dem eigentlichen Thema beschäftigen. Mit den Gefühlen, die du loslassen und transformieren möchtest. Wenn dieses Thema bzw. der Trigger für diese Gefühle, für das Muster, in dem du bist, für die Rolle, in der du steckst, schon etwas zurückliegt, versuche dich nun an das auslösende Ereignis zu erinnern und schau, ob du den Trigger und die damit verbundenen Gefühle reaktivieren kannst. Egal, wovon du loslassen möchtest, stimme dich nun bewusst voll und ganz darauf ein. Entspanne dich dabei außerdem. Es gibt nichts, aber auch rein gar nichts, was du hier falsch machen könntest. Du wirst genau fühlen, was immer du in diesem Moment fühlen sollst. Nimm deshalb alle deine Erwartungen aus der Sache und vertraue dem Prozess. Konzentriere dich nun weg von deinen Gedanken, Geschichten und eigenen Interpretationen einzig und allein voll auf die Empfindungen in deinem Körper.
Es gibt nichts zu bewerten, zu beurteilen oder zu verstehen. Dafür aber jede Menge zu fühlen, zu spüren, zu erleben. Wenn es etwas zu verstehen geben sollte, wird dies automatisch und ohne dein Zutun geschehen. Lass nun alles hochkommen, was hochkommen möchte. Du möchtest den Empfindungen, wie immer diese sich auch anfühlen mögen, nun einfach nur vollen Entfaltungsraum geben. Die möglicherweise unangenehmen Empfindungen, die groben Empfindungen, wollen dich nicht verletzen. Es handelt sich hierbei nicht um Feinde in deinem Inneren. Vielmehr ist es ein verzweifelter Hilferuf von einem Teil in dir. Deine Gefühle sind Botschafter und wollen dir etwas Wichtiges mitteilen. Versuche also zuzuhören. Versuche alles bewusst zu erleben und zu beobachten. Damit allein erlaubst du tiefe und nachhaltige Transformation. Alles Weitere in dieser geführten Meditation sind lediglich unterstützende Elemente. Die eigentliche Transformation jedoch entsteht durch das gleichmütige, objektive und bewusste Erleben deiner Empfindungen. Das ist der Schlüssel. Deswegen erlebe nun alles. Und realisiere, dass das Wegrennen von deinen Gefühlen das Leid erzeugt und erst das bewusste Durcherleben endlich Befreiung bringt. Nichts auf der Welt ist heilender als bedingungslose und fokussierte Präsenz. Sehr, sehr gut. Frag dich nun, wann war das letzte Mal, dass du diese Empfindungen gespürt hast? Vielleicht tauchen nun Bilder und Erinnerungen auf. Versuche dich aber nicht bewusst und erzwungen an irgendetwas zu erinnern. Jede Erinnerung, die sich zeigen möchte, zeigt sich von allein. Viel wichtiger sind deine Empfindungen. Du möchtest ihnen einfach nur folgen und sich zeigen lassen. Frage dich als nächstes, wann war das erste Mal, dass du diese Empfindungen gespürt hast? Und auch hier gilt, konzentriere dich lediglich auf die Empfindungen. Die Empfindungen wollen gehen. Wir müssen ihnen nur erlauben, erfahren zu werden. Wenn du dabei an irgendeinem Punkt Widerstand spürst, tiefer zu gehen, ist das okay. Das ist völlig normal. Oftmals zeigt sich Widerstand auch beispielsweise in Taubheit, also in einem Nichtsfühlen. Auch das ist okay. In diesem Fall ist es unsere Aufgabe, zunächst den Widerstand zu erleben, bevor wir an das eigentliche Thema herankommen. Setz dich hierbei jedoch nicht unter Druck. Du erlebst immer genau das, was du jetzt gerade erleben sollst. Wenn du dich dazu bereit fühlst, darfst du dir aber jetzt selbstverständlich auch sagen, ich erlaube mir nun tiefer zu gehen. Beobachte, was geschieht und lass die Empfindungen einfach zu. Erlaube dir, alles voll zu erfahren. Atme dabei ruhig und ausgeglichen. Reguliere dich mit deinem Atem. Und bleibe einfach nur hier und jetzt mit diesen Empfindungen. Entdecke, was sich unterhalb von deinen Gefühlen verbirgt. Gibt es dort noch eine tiefere Schicht? Wenn du diese tiefere Schicht zulassen kannst, lass sie jetzt zu. Setz dich aber nicht unter Druck. Akzeptanz und Selbstmitgefühl sind hier die Schlüsselwörter. Du kannst dir jetzt auch vorstellen, wie sich die Grenzen deines Körpers weiten und die Empfindungen sich gemeinsam mit deinem Körper ausweiten und ausdehnen. Erlebe und beobachte, was passiert. Vielleicht verändern sich deine Empfindungen. Folge objektiv und ruhig dieser Veränderung. Unser Ziel ist es, alles bewusst zu erfahren. Nicht mehr und auch nicht weniger.
wenn wir jetzt alles bewusst erfahren haben, wollen wir nun loslassen, was immer sich gezeigt hat. Konzentriere dich dafür auf deine jetzt anwesenden Empfindungen, in welcher Form sie auch immer vorliegen mögen. Und lass diese einfach in deinem Körper nach oben wandern. Ich möchte jetzt gleich, dass du 6 Sekunden lang einatmest und dir dabei vorstellst, wie die Empfindungen in deinem Körper weiter, langsam und gleichmäßig nach oben wandern. Halte dann deinen Atem für 3 Sekunden an und lass dann alles mit einem Sch-Geräusch beim Ausatmen gehen. Okay. Bereit? Dann atme jetzt ein. 2, 3, 4, 5, 6. Halte den Atem für 3 Sekunden an. 2, 3. Und lass los. 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Fühle, wie alles schon deutlich erlöster und leichter in deinem Körper ist. Womöglich ist aber noch ein Rest da. Deswegen atme jetzt nochmal ein. 2, 3, 4, 5, 6. Halte den Atem an. 2, 3. Und atme aus. 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Spüre jetzt in dich hinein. Bemerke, dass jetzt womöglich Leichtigkeit zu finden ist, wo zuvor noch eine Last war. Erlebe diese neue Erfahrung von dir selbst. Womöglich hast du jetzt auch deutlich feinere Empfindungen im Vergleich zu den vorher noch eher groben Empfindungen in deinem Körper. Spüre einfach nur diese neue Erfahrung von dir selbst und versuche diesen befreiteren Zustand jetzt zu verinnerlichen. Versuche jede Zelle deines Körpers mit dieser neuen Erfahrung von dir zu programmieren. Sehr gut. Abschließend bitte ich dich noch ein letztes Mal, diesen Atemprozess zu machen. Atme jetzt deshalb erneut ein. 2, 3, 4, 5, 6. Halt die Luft für 3 Sekunden. 2, 3. Und lass alles raus. 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Spüre jetzt nochmal in dich hinein. Fühle deinen Körper. Fühle diese neue Erfahrung von dir selbst. Loslassen bedeutet nicht unbedingt glücklicher oder positiver zu sein, aber wenn du merkst, dass du in gewisser Weise nun leichter und friedvoller bist, ist das ein gutes Zeichen, dass sich einiges getan hat. Mach dich nun wieder bereit, zurückzukommen. Spüre deine Beine, deine Arme, deinen Körper. Wackle etwas mit den Füßen. Und wenn ich bis 3 gezählt habe, öffnest du wieder deine Augen und bist wieder völlig wach, präsent und erholt im Hier und Jetzt. 1, 2 und 3. Du bist wieder völlig klar im Hier und Jetzt. Versuche die nächsten 1 bis 2 Minuten noch etwas ruhig zu bleiben und alle Umgebungseinflüsse erst wieder langsam auf dich wirken zu lassen. Dieser Prozess ist durchaus intensiv und du solltest dich wirklich erst an die neue und noch frische, vielleicht auch verletzliche Erfahrung von dir selbst gewöhnen. Ich wünsche dir das Allerbeste.